Er kämpft um den Verlust. So wie wir. Ich weiß. Das ist Monate her. Und wir suchen nach einem verfluchten Manuskript und einer Schatulle. Le Chasseur hat eine Spur zur Schatulle. Wir treffen Chevalier und ihn in St. John's. Chevalier auch? Das erheitert mein Gemüt nicht gerade. Als Achilles sagte, der Besitzer der Artefakte habe Zugang zu Orten großer Macht, was meinte er? Ich weiß nicht, ob ich es selbst verstehe, Shay. Ich sprach lange mit Adarale darüber. Er glaubt, die Vorläufer-Schatulle erzeugt, nun, Wörter oder Bilder. Eine Laterna Magica? Was meint ihr? Die magische Laterne, die Vater Connolly einst in der Kirche aufgestellt hat. Innen war eine Kerze, glaube ich. Vorne steckte eine kleine Glasplatte. Dann wurden helle Bilder an die Wand geworfen, wie römische Kathedralen. So nah, als wären sie echt. Ah ja, ich denke schon. Nur, dass sie auch die seltsame Sprache des Manuskripts übersetzt. Wäre auf der Platte ein Spruch in Latein, erschien er in Englisch. Wie ist das möglich? Wer weiß. Ich fürchte, wir werden niemals verstehen, wie die Edensplitter funktionieren. Wo in der Welt gibt es die hübschesten Mädchen? Das hängt davon ab, was ihr unter Schönheit versteht. Eine Maid von Corfu unterscheidet sich von einer aus Oslo wie Tag und Nacht, aber schön sind beide. Seht ihr, Ansichten wie diese verleihen einem Mann den Ruf von Weisheit. Ja, danke. Ich hätte Havanna gesagt. Die Mädels dort haben üppige Hintern und Busen und scheuen sich nicht, sie jedermann zu zeigen. Aber nichts übertrifft die Damen unserer Heimat. Ich nehme an. Yeah.
Captain Kornick ist am Steuer!